draußen. Hier einbauen? Wieso ist der abgefallen? Weil der oben gebrochen ist. Warte mal, da gebrochen und da weg. Unten, unten hätte ich für dich. Zwei Sprünge oder drei Sprünge. Du, dir gehen die Backup-Autos raus. Wir sind seit 3 Minuten hier. Hast du gesehen, Arne? So geht das. Heul leise. Noch ein X-Max dazu, das könnte ja spaßig werden. Typisch ein sehr weiches Fahrwerk. Aber liegt dafür auch einfach rattengeil. Ne? Schade, das hat fast geklappt. Leider nicht drauf, dass ich den abgefangen habe, aber ich hab's wirklich. Nochmal, wir fahren 4S. Boah. 1650 kV, ich glaube ein 17er Ritzel war es. Das ist das Maximum, was da drauf geht. Man könnte noch mehr, aber das macht der Motor nicht mit. Das ist dann einfach zu warm. Der wird dann einfach zu warm. Ist an 4S jetzt schon grenzwertig. Ich denke, ich werde noch 2 Zähne runtergehen. Weil das schon von der Hitze her ganz böse ist. Weiter geht's. Oder auch nicht. Ritzel ist ab. Dann machen wir es mal wieder drauf. So, wir hatten eine Schraube locker. Also das Auto und der Fahrer. Du auch, ja. Scheiße.
Den habe ich verkackt. Au. Wartet mal. Da ist was aus dem Auto rausgefallen, was viereckig ist. Das wird jetzt witzig. Wenn das wirklich das ist, was ich denke, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich glaube, ich habe den Akku verloren. Ich glaube es nicht. Ich fasse es nicht. Da liegt er wirklich. Das ist mir auch noch nicht passiert, ne? Okay, hier ist jetzt Feierabend. Ich habe das Bändchen vom Akkuhalter gerissen. Ja, shit happens, da kommt ein neues rein und dann ist gut. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen vom letzten Mal und dann viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen bei Das Silver Ast. Corralli Kronos XTR Max 6 Combo. Das Ding geht jetzt fliegen. So. Oh, scheiße. Da ist er. Wir fahren 4S. Max 6 Combo. 6S machen wir nachher auch. Ah, nee. Alter, ob der 6S braucht, ist eine andere Frage. Ne? Drehmoment bis zum Schluss. Ich muss mal eben die Rampen neu kalibrieren. Der erste darf einmal schief gehen. Das war nur Arne, das wäre nicht so wild gewesen. Ja, ja. Immer die alten zuerst weg. Dir recht, das ist für die Alten. Bam. Also es gibt doch wirklich noch eine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Merkst du was? Ich sag jetzt mal nichts.